Liebe Leute, ich bin in meinem Kerntrail und ein Mythenmörder. Und zwar, so muss ich kurz mal hier konzentrieren. Der Mythenmörder geht um folgendes Thema. Hier muss man kurz versetzen, um rumzukommen. Und zwar werdet ihr jetzt sehen, ist hier so eine Kombi. Rechtskurve, Linkskurve. Da dachte ich, hier eignet sich doch diesen Mythos anzusprechen. Es ist nicht der weit verbreiteste Mythos, aber ich höre es immer wieder. Am letzten Kurswochenende zum Beispiel hat mich ein Teilnehmer gefragt. Und das ist auch kein Einzelfall, wie gesagt, immer mal ab und zu. Die Frage ist, soll man vor jeder jeweiligen Kurve die Pedale tauschen? Also, bei der einen Kurve den linken Fuß vorne, bei der anderen den rechten Fuß vorne. Macht das Sinn? Weil es gab auch mal Trainer, es gab sogar mal einen Bundestrainer, der das auch so gelehrt hat beim Fahrtraining für die Bund Deutscher Radfahrer, für die Leistungssportler. Ja, wir als Fahrtraining-Trainer haben uns da auch mal Gedanken zu gemacht. Und haben beobachtet, analysiert, ausprobiert und es ist ganz klar, nein. Ich würde es euch nicht verbieten, wenn ihr sagt, geil, ich komme damit viel besser klar. Wir haben festgestellt, es ist ein Theorievorteil. Es geht darum, dass man ja natürlich bei Kurven mit der Blickführung, mit der Körperrotation arbeitet. Und wenn du jetzt eine Linkskurve hast und du hast den linken Fuß vorne, dann kann es in der Theorie so sein, dass du quasi gegen dein Bein drehst. So, wenn das Bein hinten wäre, könntest du die Hüfte in der Theorie besser mitdrehen. Das würde dann Vorteile machen. Ich denke mal, dadurch kam dieser Mythos, dass man quasi vermeiden will, dass man gegen sein Bein dreht, gegen sein vorderes Bein dreht. Und deswegen sollte man das wechseln. Also das ist der theoretische Vorteil. Aber ein Vorteil, 10 Nachteile. Das heißt dann quasi in der Endrechnung passt die ganze Sache nicht. Also, das würde heißen, wenn ich jetzt hier fahre und ich merke, ich hatte. Also wenn es jetzt der Fall wäre, dass so mein Schokofuß wäre, kam um die Rechtskurve, jetzt kommt die Linkskehre und ich möchte nicht gegen mein Bein drehen, gegen mein vorderes und ich müsste jetzt das Pedal wechseln, dass es nach hinten kommt. Aber das wechselt sich nicht von alleine, schwupp, schwupp, das muss einmal rum, entweder vorwärts oder rückwärts. Ich bin hier auf einem Trail mit Steinen, das heißt, da ist die Gefahr groß, mein Pedal kommt auf. Also wenn, und es ist natürlich eine Zusatzbewegung, wenn ich jetzt hier noch mein Pedal tauschen will, wupp, also das ist wieder eine Sache, auf die ich mich mehr konzentrieren muss. Deswegen, wenn wir jetzt mal gerade in der Rechnung sind, Vorteil war, man muss nicht gegen sein Bein drehen. Nachteil A, du kannst Beinpedalwechsel aufkommen mit dem inneren Pedal auf Steinen, Wurzeln. Zweiter Nachteil, du musst in der Hektik auch noch das mit Zusatz berechnen, dass du dein Pedal wechseln musst, in deinen automatisierten Ablauf eingebaut. Und jetzt kommen noch ein paar mehr Nachteile. Also, wenn ihr wirklich wechseln würdet, ich rede jetzt nicht von so, das ist jetzt schön, aber es geht halt so rum. Oder so rum habt ihr, wie gesagt, ein paar Nachteile. Es kann auch sein, wenn ihr vorwärts dreht, dass ihr dann, je nachdem welchen Gang ihr drin habt, nochmal einen Kettenzug kriegt und auch schneller werdet. Und es kann sein, das habe ich auch schon häufig beobachtet, Leute, die dann rückwärts drehen, dass die dann dabei so ein bisschen nach hinten fallen und eine hinterradlastige, also nach, zu weit nach hinten gelehnte Haltung bekommen. Das sind mehr Nachteile. Ja, und jetzt denkt mal drüber nach. Das heißt ja nicht umsonst Schokofuß. Ihr fahrt normalerweise immer mit eurem einen, mit eurer einen Fußstellung. Der eine Fuß ist vorne, bei mir ist zum Beispiel in der Regel einfach der linke Fuß hinten, das ist mein Schokofuß. Also manche sagen dann, der vordere ist der Schokofuß. Wie auch immer, ihr wisst, was gemeint ist, die gewohnte Stellung, mit der ihr euch wohlfühlt. Und es gibt natürlich das Spiel und die Challenge zu sagen, ich fahre einfach mal alles mit dem falschen Fuß. Macht das mal, dann werdet ihr merken, gar nicht so einfach. Man müsste quasi, wenn man das jetzt wirklich machen will mit diesem Wechsel, extrem viel auch mit dem falschen Fuß fahren. Und dann, ja, dann könnte man sagen, wenn man das kann, dann kann man auch schwierige Spitzkehren, also mit dem falschen Fuß fahren. Es wird sich immer noch nicht so gut anfühlen wie in der normalen Haltung. Also der nächste Nachteil wäre, man fährt einfach mit dem falschen Fuß in der einen Kurvenseite, dann Hinterrad versetzen, das wird gar nicht so leicht. Ein Wort noch zu dem Thema theoretischer Vorteil, und zwar, wie dramatisch ist es denn, wenn man gegen sein inneres Bein dreht? In der Praxis hat es gezeigt, es zu vernachlässigen. Also auch in der Praxis gar kein Problem. Und ich denke mal, deswegen macht es auch niemand diesen Wechsel von den natürlichen Fahrern, die sich einfach angewöhnt haben, natürlich zu fahren, nach Vorteil. Genau. Also, ich glaube, das reicht schon an Gründen. Ihr werdet merken, dieser Mythos, wechsel deine Pedale vor der jeweiligen Kurve, ist wirklich, ja, kann man wirklich vermeiden. Aber ich, wie gesagt, ich bin auch jetzt nicht komplett schwarz oder weiß, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich habe das irgendwann mir angewöhnt, das ist schon automatisiert und ich komme da mega mit klar, das hilft mir ja auch, die schwierigen Kurven rumzukommen,
ich kann das gezielt einsetzen, ohne mit dem Pedal aufzukommen und so weiter und so fort, dann würde ich das jetzt auch nicht verbieten. Wir haben in der Beobachtung festgestellt, Profifahrer, ob jetzt Racer oder Bike-Bergsteiger oder so, niemand macht das, diesen Wechsel. Ich weiß aber aus Erfahrung von Kursen und Leuten, die ich kenne, dass es Leute gibt, die das machen. Und wenn sie damit zurechtkommen und sich nicht in Gefahr bringen, ist alles gut. Gebt mal euer Feedback, eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich werde jetzt hier noch weiter den Trail fahren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Biken TV. Ciao.